So, was geht? Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's so lala. Das Wetter ist hier in Hamburg wieder grau, wie ihr seht. Ich habe heute eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, dass ich Moses auf dem Album mit drauf habe. Das heißt, zu meinen eigenen Tracks kommt jetzt auch ein Track von Moses mit auf In Fessel und Frei auf der Special Edition. Mit Bis an das Ende der Welt, was überkrass ist, kann ich euch nur sagen. Ist eine sehr, sehr schöne Nummer, es wird euch allen gefallen. Leider brauchen wir jetzt dadurch auch ein bisschen mehr Zeit, um das Ganze vorzuorganisieren. Das heißt, Videos zu drehen, zu planen, Werbung zu betreiben und, und. Und ich möchte natürlich, dass dieser Schuss, den ich jetzt noch in meinem Revolver habe, natürlich auch das Ziel trifft, weil ich habe 3 Jahre hart dafür gearbeitet in meinem Team, habe sehr viel Geld reingesteckt, bin auch sozusagen mit komplettem Risiko reingegangen und deswegen möchte ich natürlich, dass da auch alles richtig läuft und da seid ihr auch gefragt, bitte, ich brauche auf jeden Fall jede Unterstützung, empfehlt es weiter, teilt das Video Fahrtwind, ich hoffe, es hat euch gefallen, hat Taleb und Reza haben super Arbeit geleistet und ja, ich kann euch nur sagen, ich weiß, ihr seid genervt, ich bin auch genervt, 3 Monate nochmal warten, ist nicht einfach, für mich überhaupt nicht, aber es heißt nicht, dass in diesen 3 Monaten nichts passiert. Es werden jetzt 1, 2 Singles kommen, es wird Horizont kommen, es wird Sonne kommen als Video, dann wird natürlich noch Schöner Tag kommen und das Video natürlich so Bis an das Ende der Welt. Und ich hoffe, es wird euch so gefallen, dass ihr euch alle das Album holt und mich supportet und mich wieder dahin zurückbringt, wo ich hingehöre, und zwar auf die großen Bühnen. Also, stay tuned, bleibt dran. Teilen, erzählt jedem, dass sie auch Bescheid wissen und nicht nachher sagen, hä, wir dachten, Ende Mai soll es kommen. Ja, Ende Mai war geplant, ich weiß, ich habe auch schon letztes Jahr gesagt, dann und dann. Aber jetzt ist alles wirklich fix. Wir haben mit Groove Attack gesprochen, wir haben das Datum festgemacht, alles unterschrieben, gibt es keine Zurück mehr. 29.08. ist es soweit. Ich hoffe, es gefällt euch, dass wir auch Moses mit auf diesem Album drauf haben. Ich persönlich bin sehr stolz drauf und ja, vielen Dank. Das war's. Von mir aus. Hinterlasst eure Comments hier unten und ja, sagt mir, was ihr davon hält. Ich weiß, ihr werdet alle nicht begeistert sein, aber ich glaube, es wird auch cool. Ein paar Leute wird es auch gefallen, dass jetzt Moses mit auf dem Album drauf ist. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Wir sehen uns. Peace out.